Ja, wichtig ist, dass man die Einrichtungen, die vorhanden sind, einfach erhalten kann. Und dafür braucht man viel Geld, um die Sanierungen zu stemmen für die Hallenbäder, für die Freibäder. Man sieht es ja, in Bernau ist jetzt das Hallenbad schon längere Zeit stillgelegt, weil die Kommune kein Geld hat, um das grundlegend zu sanieren. Und da braucht unser Landkreis einfach Unterstützung von außen, damit wir die Freizeiteinrichtung für die jungen Menschen und für alle Generationen erhalten können. Und wir brauchen natürlich Unterstützung für einen flächendeckenden öffentlichen Nahverkehr, weil der kostet halt viel Geld. Wir sind ein Flächenlandkreis, haben weite Wege mit wenig Fahrgästen, aber auch unsere wenigen Einwohner im Landkreis sollen profitieren, dass der regelmäßige Takt im öffentlichen Nahverkehr vorhanden ist, damit man von A nach B kommt.